Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ich bin wieder im Auto, wie ihr seht. Und ich hoffe, der Scheiben ist verstört. Wie ist es mal wieder? Norddeutsches Wetter hier. Und wir sind auf dem Weg zum Kinderarzt. Die Kleine wird heute nochmal untersucht. Ich weiß nicht, ob es die U4 ist. Ich glaube aber schon. Aber ich lasse mich überraschen. Und da fahre ich jetzt wie gesagt hin. Und heute Nachmittag, wenn das Wetter besser ist, treffe ich mich noch mit meinen zwei besten Freundinnen. Die kennen die Kleinen nämlich noch gar nicht, weil sie bei der Babyparty nach der Geburt, wie nennt man das, Babypinkel nennt man das, glaube ich, ne? Diese Party nach der Geburt, da konnten sie nicht kommen. Und genau, die haben jetzt aber Abitur geschrieben und deswegen haben sie jetzt ein bisschen mehr Zeit und deswegen treffen wir uns heute. Vielleicht, wenn das Wetter besser ist. Und wenn das Wetter immer noch so ist, dann kommen sie einfach zu mir. Also wir treffen uns auf jeden Fall. So, jetzt habe ich ganz schön viel um heißen Brei geredet. Ich hasse diese Kreuzung. Immer fange ich hier an zu vloggen. Und ich hasse diese Kreuzung. Jetzt kommt da noch schon wieder einer. Diese Ampelschaltung ist nicht gut. So, jetzt. Jetzt ist überall rot. Jetzt schaffen wir es. Tada! Wir haben es geschafft. Ich habe übrigens wieder Felix Auto, weil mein Auto ist immer noch nicht fertig. Und genau, deswegen fahren wir noch mit Felix Auto. Mal wieder Schalter fahren. Genau. So. Jetzt sind wir aber auch gleich da. Danach wollte ich noch eventuell zu Rossmann. Und ich muss auch zur Post. Genau, ich habe noch zwei Pakete dabei. Die muss ich noch wegbringen. Genau. So, ich bin jetzt da. Die Kleine schläft schon ganz fleißig. Ich habe sie jetzt um 8 das letzte Mal gestillt. Wir haben es jetzt 9. Ich bin mal gespannt, wie lange sie durchhält. Aber jetzt müssen wir jetzt mal ganz schnell rein. Wir sind nämlich 10 vor. Ich muss mich ein bisschen beeulen. Genau, und dann geht's erstmal ab zum Kinderarzt. So, meine Lieben, ich bin wieder drin. Es war so Horror, wirklich. Ich bin immer noch völlig neben der Spur. Also ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es war nicht die U4. Die U4 ist erst Ende Juni bei uns jetzt. Da haben wir gerade den Termin bekommen. Sondern es war einfach eine ganz normale Zwischenkontrolle. So haben die es genannt. Ja. Es war schlimm. Erstmal wurde die Hüfte kontrolliert. Die Hüfte sieht super aus. Ey, da hatten wir ja letztes Mal das Problem. Ich verlinke euch den Blog nochmal hier oben. Könnt ihr das nochmal anschauen, falls ihr nicht wisst, was wegen der Hüfte war. Aber jetzt ist die Hüfte wieder in Ordnung, alles super. Und das freut mich extrem, weil ich glaube, das Schlimmste wäre, wenn die Kleine so eine Spreizhose anhaben hätte müssen, was? ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also, ich weiß nicht, ich könnte das, glaube ich, nicht mit ansehen, wenn mein Kind so eine Hose anhat. Aber ich kenne sowas ja auch nicht. Ja, also ist alles super, alles paletti. Und wir sind jetzt auf dem Heimweg, weil die Kleine hat so unglaublich geschrien. Und das war wirklich so schlimm. Und was wollte ich jetzt sagen? Sie hat sich jetzt gerade auf dem Weg zum Auto, hat sie sich erst beruhigt. Und jetzt, wenn ich in den Spiegel gucke, sie schläft jetzt. Und da bin ich echt froh, weil sie hat so geschrien. Das habe ich noch nie erlebt. Und es tat mir so leid, weil ich konnte einfach nichts machen. Und das war, oh Gott. Ich glaube, ihr merkt, wie sprachlos ich gerade bin. Also irgendwie, ich stehe gerade voll neben mir. Ja, wir sind jetzt auf dem Heimweg. Ich musste jetzt gleich noch kurz zur Post. Das eine Paket wegbringen und einen Brief wegbringen. Und dann, weiß nicht, wenn die Kleine noch ruhig ist, dann fahre ich noch kurz zu Rossmann. Und sonst fahren wir einfach nach Hause. Ich glaube, die Kleine möchte jetzt mal Ruhe. Sie möchte die Brust. Und alles ist gut dann. Ja, aber beim Kinderarzt war alles super. Die Kleine verliert langsam diese Babyreflexe, hat er gesagt. Zum Beispiel, dass sie so laufen, das hat sie schon verloren. Und diesen Momo-Reflex oder so, wie heißt sie, wenn man sie nach hinten schmeißt und sich dann so erschrecken,
Das hat sie auch schon fast verloren. Das ist nur so ganz, ganz bisschen, kann man das erahnen, sag ich mal. Und ihre Augen sehen fantastisch aus, hat er gesagt. Also genau wortwörtlich hat er gesagt, oh, die Augen sehen fantastisch aus. Ja, und von den Wimpern sind alle total begeistert, weil sie hat ja so extrem lange Wimpern. Das hat sie vom Felix. Der hat nämlich auch so lange Wimpern. Und ich hoffe, die bleiben, weil dann hat sie einfach so Glück. Das ist als Mädchen so lange Wimpern zu haben, ist glaube ich richtig schön. Und genau, sie hat extrem lange Wimpern und schon extrem sichtbare Augenbrauen, sagt meine Hebamme. Also das ist für Babys in dem Alter eigentlich sehr ungewöhnlich, hat sie gesagt, dass sie schon so viel Wimpern, so viel Augenbrauen haben. Aber es sieht so süß aus, diesen großen Wimpern, weil sie den so anguckt mit ihren blauen Augen. Oh, das ist so wunderschön. Ja. Da sind alle beim Kind hin und weg, was die Wimpern angeht. Und sonst, wie gesagt, alles super. Also die Hüfte sieht gut aus, sonst, er hat auch gesagt, es ist einfach ein rundum perfektes Kind. Und zugenommen hat sie auch gut, sie wiegt jetzt 4600 Gramm. Das heißt, sie hat in einer Woche schon wieder 200 Gramm zugenommen. Das ist so krass. So, meine Lieben, ich bin wieder zu Hause. Die Kleine war super lieb. Ich war ja noch bei Rossmann, habt ihr ja gesehen. Und ich habe jetzt mal die Windeln von Hip mitgenommen. Die sind ja ganz, ganz neu. Hip hat ja gerade jetzt frische Windeln rausgebracht. Und ich wollte euch mal fragen, ob ihr eventuell schon die getestet habt. Und dann könnt ihr sie mir mal gerne in die Kommentare schreiben, weil wir die, wie gesagt, noch nicht getestet haben. Und ich bin derzeit auf der Suche nach der perfekten Marke für Windeln, weil Pampers hat ja diese neue hellblaue Verpackung rausgebracht. Vom Design super schön, gefällt mir total gut, aber sie laufen bei uns immer aus. Dann haben wir geschenkt bekommen die Pampers Baby Dry, auch die laufen bei uns nach einer Stunde aus. Also die Kleine piecht einmal rein, beim zweiten Mal piechen läuft sie aus. So, die schmeißen wir jetzt nicht weg oder so, natürlich verbrauchen wir die Windeln. Und jetzt bin ich aber immer noch auf der Suche nach der perfekten Marke. Ich könnte mir in die Kommentare schreiben, was so eure perfekte Marke ist bei Windeln. Weil, ja, ich möchte halt auch was Langfristiges. Ich möchte nicht immer wieder wechseln. Die Kleine verträgt zwar alles bis jetzt, aber immer so wechseln ist halt auch doof. Also ich möchte gerne eine feste Marke haben oder zwei Marken ungefähr. Damit man einfach immer weiß, was man kauft sozusagen. So, und ich probiere jetzt mal die von Hip, weil das irgendwie so meine letzte Möglichkeit ist. Die von Rossmann, da waren die Einser perfekt. Also bei den Einsern war ich so zufrieden, aber leider enttäuschen mich auch hier die Zweier. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht liegt es auch einfach meinem Kind. Vielleicht piescht sie so viel oder vielleicht, weiß ich nicht. Also auch Rossmann, die Eigenmarke, nicht so überzeugt, aber noch besser als Pampers. Und Butni, die Eigenmarke Butni ist bei uns hier im Norden auch ein Drogeriemarkt, sowas wie DM und so, hat uns leider auch absolut enttäuscht. Also Butni kaufe ich gar keine Windeln mehr, weil die sind wirklich die schlimmsten von allen. Also die sind wirklich, die laufen direkt aus. Also die laufen nur aus. Und genau, das haben wir bis jetzt, glaube ich, alles getestet. Jetzt im Moment tragen wir die Baby Dry halt, die verbrauchen wir auf. Und die ganz normalen Pampers, die hellblaue Verpackung. Da habe ich nämlich eine gekauft, wie gesagt, aber von denen sind wir auch nicht begeistert. Aber jetzt schauen wir mal und vielleicht könnt ihr mal eine Marke in die Kommentare schreiben. Also Lilly Du wurde mir ganz oft ans Herz gelegt, sage ich mal. Von denen sind wir aber auch nicht so begeistert.
Aber ich denke, ich werde sie nochmal ausprobieren in Größe 2. In Größe 1 war ich nicht so begeistert. Aber wir probieren sie auch nochmal aus, denke ich. Ja, schauen wir mal, ob wir irgendwann mal eine passende Marke finden. Und dann habe ich gerade nach Feuchttüchern geschaut, weil oben am Wickeltisch wickele ich ja immer mit Wasser. Ja, also da habe ich ja diese Wattepads und Wasser. Und das findet die Hebamme auch ganz, ganz toll. Und das klappt auch super. Und unten im Wohnzimmer, wo ich, wenn ich kleine Wohnzimmer wickele, habe ich immer Feuchttücher da stehen. Und dann habe ich gerade geschaut bei Rossmann, was ich denn jetzt für Feuchttücher nehme, weil eigentlich haben wir die Water Wipes. Ich glaube, die heißen Water Wipes, ich weiß es nicht. Die sind wirklich perfekt. Also ich liebe die. Aber die sind mit 3 Euro schon ganz schön teuer. Und da sind auch, glaube ich, nur 60 Tücher oder so. Und das ist halt dann doch ganz schön teuer, finde ich. So, und dann habe ich die günstige Variante von den Water Wipes eben probiert, die von Rossmann mit 99% Wasser. Da habe ich euch ja schon mal erzählt im Vlog, die sind richtig miserabel, also die sind viel zu trocken und gefallen mir gar nicht. Deswegen habe ich die heute nicht mitgenommen. Dann gab es noch welche von Penaten mit 97% Wasser. Aber 97%, ne, da ist immer noch was drin, was ich nicht haben will am Babypopo. Und dann gibt es noch die von Pampers mit 99% Wasser. Aber die waren auch schon relativ teuer, beziehungsweise ist da einfach sehr, sehr wenig drin. So, und jetzt habe ich mir einfach gesagt, dass ich hier unten jetzt auch einfach mit Wasser und Tüchern wickel. Weil das einfach günstiger ist und einfach genau das, was ich will. Einfach Wasser. Ja. So, meine Lieben, ich fahre jetzt los. So. Mal wieder nur im Auto der Block, ne? Mr. Kiste. Es ist der nächste Tag. Ich habe mich ja gestern mit meinen Freundinnen getroffen und ich wurde jetzt auf Instagram gefragt, ja, wie haben die eigentlich so reagiert? Wie reagiert so mein Freundeskreis auf die Kleine und allgemein auf die Schwangerschaft? Und das wollte ich euch jetzt einfach nochmal hier in diesem Vlog sagen. Genau, wir haben uns gestern eben getroffen und wir sind schön Eis essen gegangen und so. Und die Kleine hat zuerst ganz friedlich im Kinderwagen geschlafen und dann beim Eisessen ist sie aber wach geworden und dann haben die total viel mit ihr rumgealbert und die Kleine fand es auch ganz, ganz toll. Sie war noch so ein bisschen skeptisch, also die Kleine, weil sie die noch nicht kannte, war sie noch ein bisschen skeptisch, aber sie fand es auch ganz cool. Und ja, also meine zwei besten Freunde, bei denen war es eigentlich direkt klar, dass sie sich auf jeden Fall freuen werden für mich, weil sie einfach wussten, dass ich diesen extremen Kinderwunsch habe. Und sie haben sich auch direkt gefreut. Also ich habe meiner Freundin geschrieben, dass ich schwanger bin. Eine der ersten, also sie hat es als fast erstes erfahren. Und sie hat sich direkt gefreut. Und jetzt auch. Also sie sind hin und weg von der Kleinen. Und sie freuen sich schon aufs nächste Mal, haben sie mir gesagt. Und sie freuen sich schon, wenn die Kleine dann so ein bisschen aktiver ist und ein bisschen was machen kann. Und so ist es eigentlich bei allen meinen Freunden. Also niemand hat irgendwie schlecht reagiert, weil sie alle halt mich kannten oder mich kennen und wissen ganz genau, okay, sie ist halt so ein Mensch, sie ist halt so ein Mama-Mensch. Und es hat sich einfach jeder für mich gefreut. Und schlechte Reaktionen im Freundeskreis gab es, glaube ich, gar keine. Nee. Also ich kann mich an keine schlechte Reaktion erinnern.
Und alles hat echt nur positiv. Und meine zwei besten Freunde eben richtig positiv. Also die sind so begeistert von der Kleinen. Und auch gestern haben sie jetzt ja noch nie so ein süßes Baby gesehen. So, mein Lieben, ich wollte jetzt noch kurz mit euch über Lias Zweitnamen sprechen. Falls ich mich irgendwie komisch anhöre, ich habe hier oben eine Zahnfleischentzündung und das tut ordentlich weh beim Reden. Und deswegen kann es sein, dass ich manchmal ein bisschen nuschelt oder so. Die Kleine liegt hier neben mir, so in diesen Mickey-Maus-Anzug an, so einen kurzen Strampler. Sie ist gerade total fixiert irgendwie. Ja, also sie liegt hier. Und ich wollte, wie gesagt, jetzt kurz mit euch über den Zweitnamen sprechen. Und ich werde so oft überall gefragt, schon seitdem die Kleine auf der Welt ist, wie sie denn jetzt mit Zweitnamen heißt. Weil ich ja damals erwähnt habe, dass sie auf jeden Fall einen Zweitnamen haben wird. Und auch als wir sie sozusagen vorgestellt haben auf Instagram und so, haben wir immer nur Lia gesagt. Und auch so nennen wir sie immer Lia. Und deswegen wollte ich jetzt einmal mit euch über den Zweitnamen sprechen. Also, ich habe bis jetzt so keine Antwort darauf gegeben, wenn ich immer gefragt wurde, weil sie keinen Zweitnamen hat. Also, damit kann man das Thema, glaube ich, ganz einfach abhaken. Sie hat einfach keinen Zweitnamen. Also, sie heißt einfach nur Lia und dann hat sie meinen Nachnamen. Und wenn wir heiraten, also Felix und ich, dann bekommt sie natürlich unseren gemeinsamen Nachnamen. Das ist aber automatisch dann so. Und deswegen haben wir sie erstmal nach mir benannt, sag ich mal, also meinen Nachnamen hinten rangehängt. Und sie hat im Endeffekt, das ist sie kurz gespuckert. Die gespuckert, mein Chat. Hä? die hat im Endeffekt keinen Zweitnamen, weil das einfach viel zu schnell ging. Sie kam in der 39. Woche, also 38 plus 0. Und wir wollten eigentlich noch dieses Gespräch führen über diesen Zweitnamen. Und eigentlich hatte sie die ganze Zeit einen Zweitnamen. Und dann hat Felix aber gesagt, nee, das ist irgendwie nicht das Richtige, wir müssen darüber nochmal sprechen. Und Felix hat immer gesagt, er will nur Lia. Und ich war aber immer für einen Zweitnamen und jetzt finde ich es auch immer schade, dass sie jetzt keinen hat. Aber ja, wir hatten nicht mal die Zeit im Krankenhaus irgendwie darüber zu sprechen, weil es einfach so schnell ging. Also, wie gesagt, 38 bis 0 kam sie und, ne, leg jetzt die Mama an. Ja! Mama spricht über dich, ne? Mama spricht über dich, mein Schatz. Ja. Grinsebacke. Ja, wir hatten einfach keine Zeit dann. Wir sind um 7:30 im Krankenhaus gewesen. Um 18 Uhr ist mir die Blase geplatzt und um 7:30 waren wir im Krankenhaus. Und um kurz vor 10 war die Kleine schon da. Also wir hatten gar keine Zeit, irgendwie über einen Zweitnamen zu sprechen. Ich war auch überhaupt nicht fähig dazu, sage ich mal. Also ich hatte ja direkt ziemlich starke Wehen. Und deswegen heißt sie einfach Lia. Also sie hat keinen Zweitnamen. Und damit ist, glaube ich, auch die Frage beantwortet jetzt. Nee, sie heißt einfach Lia. Ganz kurz, ganz knackig. Ne, mein Schatz? Lia Maus. Genau, und ihr Spitzname ist Baby. Also, hier überall heißt sie Baby. Also klar, wir nennen sie auch Lia und so, aber von allen wird sie immer Baby genannt. Aber ich denke, das kommt auch noch. Wenn sie größer ist, dann wird sie auf jeden Fall mehr mit ihrem Namen angesprochen. Aber jetzt ist sie immer noch unser kleines Baby. Am Anfang habe ich sie immer kleine Maus genannt, das ist aber jetzt nicht mehr so. Ist halt immer nur Baby oder Schatzi. Aber man kennt ja, als Mutter gibt man dem Baby tausende Namen, glaube ich. Genau, so. Und dann würde ich jetzt den Vlog auch hier an der Stelle beenden. Jetzt direkt schneiden und direkt hochladen. Und ich hoffe, euch hat das natürlich gefallen. Ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag. Wir wünschen euch einen ganz, ganz tollen Tag. Nee, mein Schatz? Ihr Anzug ist so süß. Ich finde ihn so goldig. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr den findet. So goldig, oder? Genau. Ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!